Nach einem langen, harten Fabriklevel haben wir Knuckles endlich gefunden. Den habt ihr ja mächtig eingeheizt, Leute. Ich hätte ja geholfen, aber ich habe Amy versprochen, hier zu warten. Ich helfe ihr dabei, Gerümpel von den Vorzeitlichen auszubuddeln. Ach, nun ja, Amy wurde... Nicht fair! Für sie bin ich doch nur ein Stück Fleisch. Was ziemlich cooles. Was? Aber Amy wurde... Jedenfalls habe ich hier auf Amy gewartet, als diese Roboter kam. Ich habe sie natürlich zu Kleinholz gemacht, aber jetzt frage ich mich, wo Amy... Amy wurde entführt und... Entführt? Warum steht ihr hier rum und quasselt? Erspart mir die Details. Zeigt mir einfach die Richtung, um wen wir verklopfen sollen. Verkloppen, Knuckles. Der letzten wiederhergestellten Datei zufolge hat sie in der Schlucht nach Daten gesucht oder einen Spaten verflucht. Das Signal ist ziemlich schlecht. Wie so ein Sonic Color Übersetzungsfehler da. So ein absichtlicher. Dann sollten wir hingehen und jemanden verkloppen. Gute Idee. Muss es immer so langsam scrollen? Ich kann es auch trotzdem betonen, wie ich will. Ach ja. Dann sind wir hier fertig. Wir gehen aber mal in Knuckles Bude. Trainiere täglich mit Knuckles und verdiene dir Marken. So, was machen wir denn? A, Y? Was zum... Du halt... Ach so, da ist ein Balken, der sich füllt. Alles klar. Ich habe es gar nicht registriert, dass der immer weiter gestiegen ist. Ja, der Muckimann freut sich. Und das ist jetzt der Rest des Parts. Knuckles, wie er in seiner Knochenbude umhertollt. Nein, Spaß. Nixie weg da. Juhu. Knuckles ist nun zum Spielen freigeschaltet. Kreisch, Kröl, ausflebt. Da können wir auch die Knuckles-Bereiche gehen. Beziehungsweise die anderen Level. Dann schon mal erkunden. Also die, die wir neu erreichen, dann erstmal alle Wege gehen. Nicht so, nicht so. Wird so oft. Besuche Quincys Markenladen. Das ist nochmal ein Ziel. Ich habe schon überlegt, wie soll es jetzt weitergehen, verdammt. Ab zu Quincy. Sag mir an. Einwerfen. Gut, da ist jetzt eine Münze drin. Ja, aber ich habe nur eine. Ja, tolle Wurst. Die anderen müssen wir uns wohl noch... Ja, das hat es ja wohl gebracht jetzt. Gut, was noch nicht freigespielt wird, das war Amys Haus. 6 von 34 ist das, was wir haben. Aber es wird nicht angegeben, wie viel benötigt werden. Guck mal, für alle 250 Ringe würden wir was bekommen. Im Wurmtunnel. Warte, wir können erstmal Sticks die Kristalle geben. Wir haben ja 3 weitere gefunden in dem ominösen Level. Na, 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 na. Wir nähern uns an, also. Okay. Küstenrennen ist auch nicht viel, nur ein paar Münzen. Das ist die einzige, was wir machen könnten. Ich muss mich ganz kurz umschauen. Man muss immer so gucken, wo geht's denn jetzt weiter. Ich wüsste jetzt nämlich gar nicht. Gut, okay, mit Knuckles. Guck, es geht doch weiter. Habe ich erst nicht. Ach so, hier ist auch ein Spielzeugladen. Ja, aber ich... Ach, Moment, ich muss auf dem... Ich muss... Ich tue die Marke rein und dann tue ich auf dem Touchscreen das Rumdrehen. Dankeschön. Sonic Boom Logo. Mit Freunden bist du stärker. Ach, das kann ich auch noch so drehen, wie ich Bock habe. Nee, nur nach links und rechts. Ja, ist doch toll. Das Sonic Boom Logo. Jetzt habe ich keine Marken mehr. Oh. Aber Quincy könnte mir verklickern, wo es weitergeht. Geht hier zum Beispiel. Ich das gar nicht gesehen habe. Also wir haben hier noch einen Wurmtunnel. Da brauchen wir noch einer dieser anderen Sachen dafür. Und eine Bungee-Schleuder, die mich wieder woanders hinführt. Schattenschlucht, Meere. Jetzt kann ich mir aussuchen. Sehr interessant. Very interesting, my lord. Sieht spannend aus. Schattenschlucht. Da brauchen wir 8 dieser Dinger dafür. Nicht zu glauben! Nicht zu glauben! Gut. Dann können wir uns jetzt von jeder Bungee-Schleuder zu jedem Ort begeben? Das wäre schon mal cool. Finde ich jetzt.
Ja, da mir noch Marken fehlen, dann müssen wir da nochmal Küstendschungel. Da können wir eins erreichen, wenn wir die 5 Kristalle finden. Ich habe gar keinen. Also den Level, den hatte ich auch so schnell vorbei. Das hat mich total gewundert. Wir haben jetzt alle 4 Charaktere. Und da werden wir jetzt aufräumen. Und 5 Kristalle finden. Und die anderen, den anderen Geschmodder im Küstendschungel. Geht ja mal so gar nicht. Aber da der Level ziemlich kurz war, muss hier... Boah, ich habe einfach argsinnig viel übersehen. Mal links lang gehen. Schau mal, dass links nicht der Weg war. Mhm. Ach, schau mal, links diese mega Abkürzung, die direkt zum Ziel führt und deswegen. Ja, mich verwirrt das jetzt ein little bit. Autsch! Ey, okay, Knuckles, endlich kannst du auch mal ein bisschen was für dein Geld tun. Das geht nicht unendlich. Also, ein Kristall gefunden. Sauber die Haare gekämmt. Das war schon mal ein Erfolg, aber diese komische... Das sind ja nicht die Marken. Die Marken sind die, die wir jetzt bei Knuckles verdient haben, zum Beispiel. Bei Quincy ausgegeben. Okay. Das macht das Spiel so ein bisschen zäh, ne? Also wenn die mich einfach weiterlassen würden ins nächste Level, würde mich schon freuen, weil ich habe jetzt nicht so... Wie soll ich sagen? Ich habe mich nicht im Level durchgeschludert, sondern ich muss mich halt einfach immer für einen Weg entscheiden auch. Und wenn ich halt mal, keine Ahnung, einen falschen Weg entschieden habe oder so, da ist wieder so ein Wasserbereich für Tails Boy, dann kann ich da das nicht ändern. Ich versuche mich mal links... Lass mich runter. Mal links zu halten, damit ich da irgendwie zu dem U-Boot-Bereich komme. Das wird schon klappen hier. Irgendwie. Sticks. Schau dich mal für mich oben um. Nee, da ist nichts. Ja, verklickert mir mal, wie ich da hinkommen soll. Ne? Autsch. So schon mal nicht. In den Fleischwolf reinspringen. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich hätte ganz am Anfang rechts gehen können, da waren wir glaube ich noch gar nicht. Und die ganze Zeit oben lang. Das habe ich auch bewusst gelassen, dass wir den Mittelweg gehen. Ja, das ist für Sticks. War da, ist da irgendwas Besonderes oder geht es da weiter? Da geht's weiter. Deswegen gucken wir jetzt mal rechts. Dankeschön. Vielleicht führt das ja auf 100 Umwegen zu dem U-Boot-Bereich. Man weiß ja nie. Aber sieht nicht so aus, wenn ihr mich fragt. Guckt euch nochmal hier um, Tails. Also gut. Ja, ich weiß nie, es gibt so viele Richtungen immer. Lass mich durch. Aha. Was zum? Was hat mich da abgeschossen oder wollte mich abschießen? Da waren wir schon mal, ich zerstöre es trotzdem, man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Ich gebe ihm meine versicherten Karte. Boah, das ist einfach zu viele Wege. Merkt ihr das mal? Das ist, was mich so richtig fertig macht hier. Ich glaube, hier war ja ein Kristall. Das ist schon mal Sackgasse. Das ist einfach verwirrend. Man kann nicht wirklich irgendwie sich orientieren oder so. Einerseits sieht vieles gleich aus, aber man, selbst wenn man was gefunden hat, man kann irgendwie nicht immer zurücklaufen auch. Das macht mich schon ein bisschen kirre. Da ist zum Beispiel der, den haben wir vorhin auch schon gesehen, aber ich habe keine Peilung, wie man da hinkommen könnte. Sehe ich irgendwo einen Knuckles-Bereich? Wie komme ich denn da runter? Boah. Ja, obwohl ich den am Schlawittchen hatte. Nicht gezählt. Und ob er hier oben was sein könnte? Nein. Toll. Er konnte ich aber nicht mehr ausführen. Das ist auch ein bisschen mies gelaufen. So. Was zum...
Diese harmonische Musik. Ich frage mich halt nur, wie soll das in den späteren schweren Leveln abgehen? Guck mal, da geht's wieder hoch für Tails. Foxy. Erstmal hier. Hier unter mir irgendwo muss ich. Das muss ich wohl. Das muss zusammenhängen, dieser Kristall, den wir gesehen haben, mit Knuckles. Da ist so ein Knuckles-Bereich. Sehr schön. Und das schauen wir uns jetzt mal direkt an. Immer mit Knuckles ist einfach nur ein Weg, den nur er gehen kann. Siehst du, da kommen wir dahin. Sind wir doch schon ein Stück schlauer. 5 Kristalle sind es insgesamt. Herr Knuckles, du kannst nichts außer graben in dem Spiel, ne? Kann das? Gehen jetzt oben lang, aber ich gehe halt immer den Special Weg mit oben. Ich weiß ja nie, was unten sich wirklich versteckt. War jetzt nicht so besonders viel, wie es aussieht. Ja. Sehr gut. Jum, 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 jum. Sehr nice. Gut, gut. Mal sehen, wo es das hinführt, aber Schaden wird's. Moment, kommt mir sehr bekannt vor. Aber hier ist ein Kristall auf einmal. Ich dachte, das wäre der Bereich, den wir schon gesehen haben, aber nein. Jetzt sind wir hier, wo ich durch wollte. Aber ich gehe gerade zurück, damit wir wieder dahin kommen. Weil da waren wir ja schon, ne? Sieht fast genauso aus wie der andere Bereich, wo wir schon mit Knuckles gegraben haben. Beängstigend! Echt ein offenes Auge bewahren, sonst wird das hier nichts. Ich wüsste noch nicht, wie wir uns jetzt eine weitere dieser... Sollen wir es Embleme nennen? Wir nennen es Embleme. Wie wir uns die verdient haben. Nein, nein, nein. Warte, warte. Erstmal gehst du weg. Dann kümmert sich er drum. Ja. Links oder rechts? Ich denke, dass wir den linken Weg gegangen sind und jetzt rechts lang wollen. Beim ersten Durchspielen, meine ich jetzt. Das war eine gute Entscheidung. Immerhin mal wieder sowas. Werkzeugkasten, soll man ihn so nennen. Das ist ein Fall für Sticks. Die hatten wir in der Situation noch gar nicht. Deswegen ist es gut. Was zum... Man muss die gedrückt halten. Das habe ich bei dem anderen... Habe ich das gemacht bei dem anderen Bereich? Ne? Ich hoffe es jetzt gerade mal. Gut, wieder... Können nicht mehr viele fehlen von diesen Werkzeugkisten. Kann ich da hoch schon? Nein. Was zum... Hier bin ich, hier war ich, ne? Ich wollte es gerade nur wissen. Nicht da. Hey, Secret gefunden! Woo! Nein, scheinbar nicht. Ob etwas gespeichert bleibt, wenn man es einsammelt und anschließend den Level verlässt, dann würde ich nämlich den U-Boot-Bereich im ersten Level mir nochmal reinziehen. Apropos, der in diesem Level fehlt bislang auch, weil ich bin ja nicht hingekommen. Könnt ihr mal sehen, da wird sich mit Sicherheit eine dieser Werkzeugkisten verstecken und erst wenn wir alle haben, gibt es die erforderlichen Embleme. Das scheint, das riecht nach dem Ziel. Der alte Modergeruch, der ist mir doch wohl bekannt. Ja, wir haben definitiv ein bisschen was gefunden. Allerdings nicht so viel, wie es nötig wäre. Ich habe jetzt eine dieser Coins, aber kein weiteres Emblem. Das wir wiederum benötigen. Heidewitzka. Was machen wir denn da am besten? Schwierige Angelegenheit. Tolle Wurst, ehrlich gesagt. Oh Mann, so viel Backtracking, es tut mir leid. Ich würde euch gerne was vom Spiel zeigen. Wir machen heute so lange, bis wir das nächste Level freigeschaltet ist. Aber hallo, Tri. Und sei es nur im Wurmtunnel. Ich guck mich jetzt nochmal an. Da können wir noch nicht rein. Wurmtunnel gibt es auch nur noch Münzen dafür. Boah, dass man wirklich alles finden muss, um so ein Emblem zu bekommen. Also hier gibt es, wenn ich noch den letzten Kristall entdecke... Da kann sich eigentlich im ersten Level nur in einem Knuckles-Bereich befinden. Was meint ihr?
Das machen wir ganz kurz. Dann haben wir das und dann kann es weitergehen. Aber ich versichere euch schon mal, am nächsten Part geht's los mit einem neuen Level oder wie die Story auch immer weitergeht. Ich will jetzt nicht immer... Dann schauen wir uns die Level wirklich um einiges gründlicher an. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich bin da nämlich in dem U-Boot-Bereich da... Dankeschön. Direkt zum Ziel geschwommen. Ohne erstmal intensiv zu schauen, wo das Item ist. Denn ich glaube, das habe ich überhaupt nicht gefunden. Irgendwo unten rechts war das Ziel. Ne, doch, ich hab's. Ich hab's. Ich kann sogar die Karte auf dem unteren Bildschirm anmachen. Noch mal für kurze Zeit. Das Item gefunden. Batsch. Dann gehen wir nur stracks hier wieder raus. Ich weiß ja, wie es läuft. So, jetzt Knuckles-Bereich. Wechseln wir gerade mal zu dem Muskelbrotz. Gucken uns um. Ja, schon mal gesagt, das erinnert mich an Sonic Rivals für die PSP. Nie selbst gespielt, ne? Aber keine PSP. Wird mal keine holen, auch keine Vita. Wie sehe ich denn aus? Zugegeben, das Ding hat Style und ist erfolgreicher als die Handhelds von Atari, Sega und wie sie alle hießen. Oder Nokia. Nokia N-Gage, aber trotzdem. Halt ich. Hier, Handheld-Markt ist gleich Nintendo. Na, da. Alles andere können wir drüber streiten. Aber. Das ist ja wohl mal klar. Ich frage mich jetzt eher, wie kommen wir denn. Warte mal, ich kann sogar. Ich mach lieber mal die Karte an. Im unteren Bildschirm. Jetzt eine Karte offen. Es sei denn. Der blöde. Quincy tut mir das wieder verhohnebimbeln. An sich 99% gefunden. Das ist aber schon einiges. So. Nee, ich suche jetzt am besten den Knuckles. Der kann aber nicht weit sein. Der war hier irgendwo. Irgendwo ist er dann rechts gekommen. Wenn ich diesen letzten Kristall finde, gibt es dafür ein Emblem. Und damit kann ich ins nächste Level. Boom. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig angestellt, so sagen darf. Ja, da wären wir endlich. Ich habe jetzt einige Zeit gesucht. Okay, da oben steht 6 Minuten irgendwie. Es kommt einem aber vor wie eine halbe Stunde, wo ich mit den Mund fusselig quatsche. Aber egal, komm, machen wir es einfach. Knuckles, du darfst. Hier muss ich jetzt was befinden. Wir sind ja schon relativ am Ende des Levels. Das ist ja die Sache dahinter. Laut Karte haben wir 99% im Level gefunden. Das heißt, hier kann sich ja nur noch etwas verbergen, was wir nicht haben. Dieser Kristall, oh, er ist da. Ich hab ihn. Das bringt nichts wie den Level zu ändern. Gut ist. Wir sind ja hier, sind ja nicht mehr weit. Nicht mehr weit weg von zu Hause. Ja, und dann geht's auch schon weiter, ne? Bin auch gespannt, wie. Also einen fetten Mega-Level will ich jetzt nicht unbedingt anfangen. Don't know. Weiter. Gut, wir haben 100% in dem ersten Level. Wuhu! Aber das ist ein sehr, sehr großer Level, ne? Kann man nicht leugnen. Bums. Alle gefunden. Erfreuliche News. So. Ah, endlich, ey. Meine Güte. Jetzt gibt es nur noch Marken für, keine Ahnung, so und so viele Ringe oder so schnell beendet. Das schnelle Beenden habe ich ja nicht hinbekommen, weil ich mir eben alles anschaue. Lieber Herr Gesangsverein, also sing mir etwas vor. Dann singen wir im Chor und wollen mehr. Wir wollen more. Ich höre schon auf, sorry. Ich verderb euch das. Ich versuche euch hier das Spiel näher zu bringen. Gut, pass mal auf. Wir haben jetzt eine Marke und damit können wir auch wieder zu Quincy gehen. Den scheint es ja in jeder Welt zu geben. Also los, dreh mal am Rad. Wir bekommen das Sega-Logo. Sega. Zeig's nochmal, das Sega-Logo. Ja doch, die Marken werde ich immer bei Quincy ausgeben. Scheinbar sind die ja nur dafür gut. Und deswegen, ich begrüße das. So, können wir jetzt vielleicht zu Amys Haus? Das würde perfekt reinpassen. Nee, leider immer noch nicht. Wahrscheinlich erst zum Ende, wenn wir sie gerettet haben, würde ich schätzen. Ist ja ihr Privateigentum und alles.
So, wir haben 4 weitere Kristalle. Mal gucken, wo die sich hinpflanzen. Aha. Es wird. Langsam, aber es wird. Wenn ich jetzt mal gucke. Hier fehlen auch noch 2 Kristalle. Wisst ihr was? Ich mache das so. Ich suche jetzt hier nach den fehlenden 2 Kristallen. Ich zeige euch Items, wenn ich sie gefunden habe. Ich schneide das so, ich schnibbel so das zusammen. Alles klar. Das kam mir doch gleich so unbekannt vor. Wenn man gleich mal rechts geht im Level, dann kommt man hier hin, quasi in eine Sackgasse, wenn man Sticks noch nicht hat. Und muss den Bumerang hier ranpflanzen ans Ende. Also, oh, ich hab's doch geschafft. Jetzt, komm schon, gib mir was Geiles. Ist ein Kristall, aber wie komme ich da am besten hin? Einfach mit Sonic, würde ich sagen. Cool, 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 cool. Kristall Nummer 4 von 5. Das war doch schon was wert. Also erstmal rechts lang gehen. Direkt am Anfang des Levels. Auch nicht schlecht. Gut. Und da sind wir doch schon bei dem U-Boot-Bereich im zweiten Level. Da waren wir noch nicht, ne? Wir gucken jetzt erstmal. Nein, das Item haben wir nicht. Pass auf. Dann bomben wir uns hier den Weg frei. Eigentlich total auf dem Weg gelegen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Na, was soll's. Also die Minen lassen wir einfach mal am besten in Ruhe. Okay, verstehe schon, verstehe schon. Wo liegt das Item und wo liegt der Ausgang? Ach so, nee, doch, hier waren wir schon mal, aber ich habe nichts gefunden, ne? Das war diese fragwürdige Kunst an der Sache. Ob hier was liegt? Ja, ich berühre immer den unteren Bildschirm, dann wird immer quasi so und so nah, heißt es, glaube ich. Da ist es! Nimm mit! Jetzt bitte noch halbwegs lebendig nach Hause tragen, das Ganze. Und ich würde feiern. Ich feiere das. Bum, bum. Bum, bum, habe ich gesagt. Bum, bum, bum. Und raus hier. Gut, immerhin diese Kiste gefunden. Fein, aber meine Mission ist noch nicht erfüllt. Weiter im Text. So, ich bin die Level jetzt noch 2-mal durchgelaufen, aber ich habe wirklich nicht... Ich habe drauf geachtet, ich habe auf die Karte geguckt. Es fehlt noch 1 dieser Werkzeugkisten und 1 Kristall. Ist ein bisschen schade. Habe ich jetzt noch mehr, was ich da reinliefern kann? Einen, immerhin. Besser als nichts. Das macht das Ganze doch schon ein bisschen schöner, oder? So ein kleiner... Ja, alles klar. Ich werde bei Zeit... Ach, es wird besser sein. Ich ganz im Ernst, ich werde auf die Art und Weise nochmal zum Schrottplatz gehen und dort... Wir gucken uns erstmal die Statistiken an, wie viel wir da gefunden haben im Endeffekt. Ich kann mir gar nichts vorstellen, ob wir da total gefailt haben oder schon so gut wie alles haben. Beides ist schwer denkbar. Fehlen noch 2 Kristalle und 2 Werkzeugkisten. Ich mache mich mal auf die Suche. Okay, hier kann Knuckles wieder graben. Ich muss aber sagen, ja, eben durch das ganze Offscreen-Gesuche, die Datei wurde so lang, über 50 Minuten, dass er irgendwie abgestürzt ist und jetzt fehlt eine Kleinigkeit, denn es gab schon mal in dem Level ein Knuckles-Loch, in dem wir uns durchgegraben haben und ganz am Ende wartete eine Werkzeugkiste auf uns. Aber was es hier gibt, bin ich schon mal sehr gespannt. Was zum... Hä? Ich wurde hier getroffen von dem, oder was? Lol, ich wurde wieder zurückgeschleudert, weil der irgendwie in das Loch gefeuert hat. Das macht er jetzt wohl nicht mehr. Okay, okay. Also fehlt nur noch eine Kiste. Würden wir noch eine Kiste dazu bekommen, hätten wir ein Emblem. Aber ich würde mich freuen, wenn es hier neben der Kiste auch noch einen Kristall gäbe. Auf jeden Fall führt der Weg noch weiter. Da ist ein Kristall in der Tat. Ich will nicht, dass der mir in die Parade fährt. So, sehr gut. Kristall. Und Sonic ist zurück auf der Spur, oder halt nicht. Er fällt in den Sumpf. Gut, jetzt muss ich aber noch was finden, also drückt mir die Daumen. Habe ich was Tolles gefunden da? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, was das für ein Kasten war, den ich da aktiviert habe. Hier ging es ja mit Sonic rein.
Ich habe jetzt mit Sticks den Bumerang hier hochgeworfen, weil hier so Ringe waren. Habe in der Tat was bekommen, aber was es war und ob man da nicht auch anders hinkommt, ist eine gute Frage an der Stelle. Das nochmal überprüfen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wenn ich jetzt mal guck. Nee, es hat nicht als nichts gezählt, leider. Da ist auch Ende. Tja, schade. Kurz vor Ende nochmal Knuckles Grabbereich. Ich habe ja die Hoffnung schon fast aufgegeben. Die ganze Zeit suche ich und ich habe das ganze Fabrikgedöns, was wir 100-mal gemacht haben quasi, schon so oft jetzt wieder durchgekaut, weil ich dachte, irgendwo habe ich was übersehen. Ups, ich habe mich zu lange rumgetrieben. Ich darf nicht zu lange in Erdreich bleiben. Das ist nicht unbegrenzt mit Knuckles Boy. So. Hier ist ein Kristall, das ist gut. Jetzt noch das zu dazugehörige. Es gibt nur einen Ort, den ich erkunden möchte. Und zwar unter den Schienen. Ja, also ich gucke schon sehr genau. Also hier fangen diese anderen Schienen an und die führen mich dann direkt auf so eine Sprungfeder. Wenn ich hier hinten bin, ob da was ist, aber leider war da gar nichts. Ich habe alle Ringe verloren. Jetzt gilt es aufpassen! Oh, sonst bin ich kaputt. Sonst bin ich kaputt. Puh, ihr merkt es vielleicht auch meiner Stimme schon und auch an der Zeit, ne, dass ich hier wirklich schon einige Zeit suche. Immerhin, dass wir den letzten Kristall hier gefunden haben, ist sehr viel wert. Das wird uns wieder ein Emblem einbringen. So, es muss sein, wie ich vermutet habe. Ich habe nur wirklich den X-Knopf wahrscheinlich nicht durchgedrückt. Und zwar hier hinterm Ziel. Ja, ist auch tatsächlich was, aber das ist wirklich nur ein Ringfernseher? Nee. Also, Boxkasten. Nicht dein Ernst jetzt. Okay, dann habe ich das Level beendet. Hab hier immerhin alle Kristalle gefunden, aber es fehlt echt noch eine Werkzeug. Also, boah, macht ihr mich fertig, ey! Das Spiel zu 100% ist ja die Hölle! Ihr wisst ja, ich habe ja jetzt nur dafür gesorgt, dass wir quasi da alles finden, damit wir genug Embleme haben, um weiterzukommen. Und jetzt haben wir mal ein, zwei noch mehr, damit wir dann in den nächsten Parts erstmal ein paar Level machen können, hoffentlich, ne? Auf jeden Fall. Oh, ist das erstmal geschafft. Was wir jetzt erstmal machen werden, sind die Kristalle bei Sticks einlösen. Weil ich, ja, schon. Warum nicht, dass man immer erkennt, wie viel haben wir denn jetzt schon? Aber wenn das zu den 100% gehört, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir echt alle finden werden. Und wir haben schon 14 von 40. Wir haben ja schon fast die Hälfte, ehrlich gesagt. So, da nochmal rein. Und das sind die. Huiuiui. Okay, das war heute ein ganz schöner Backtracking-Part, aber dann werden wir jetzt auf jeden Fall zur Schattenschlucht gehen. Boah, richtig heftig, ne? Das Spiel. Also haben sie in Sonic Unleashed ja auch gemacht, dass man Sachen sammeln muss, aber trotzdem. So, Schattenschlucht freigeben und das ist der nächste Level, mit dem wir weitermachen im nächsten Part. Und dann gibt's neue Sachen zu bestaunen. Also nochmal sorry für den Backtracking-Part, aber das muss so sein. Ab jetzt werden wir mit allen Charakteren den kompletten Level erstmal auf den Kopf stellen, jeweils. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Ansehen, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und bis dann und ciao!